Wie soll sich die Schweiz auf der Jagd nach sanktionierten russischen Vermögen verhalten? Soll sie sich der internationalen Oligarchen-Taskforce der G7-Staaten anschließen? Der Bundesrat findet das trotz Druck aus den USA nicht nötig. Doch nun mehren sich Stimmen, die einen Beitritt zu dieser Taskforce fordern. Die Bankiervereinigung heute in der NZZ und der FDP-Präsident gegenüber SRF. Nathalie Christen und Codine Vinzenz berichten. Wo verstecken sanktionierte russische Oligarchen ihre Vermögen? Die großen Wirtschaftsmächte USA, EU, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien plus Australien suchen mit einer gemeinsamen Taskforce. Die Schweiz sucht selber, tauscht sich mit der Taskforce aus, doch einen Beitritt will der Bundesrat nicht. FDP-Präsident Thierry Burkhardt fordert nun gegenüber SRF einen Kurswechsel. Ich sehe keinen Grund, weshalb die Schweiz nicht beitreten sollte. Im Gegenteil, wir hätten dort die Möglichkeit, unseren Standpunkt einzubringen, aufzuzeigen, dass wir schon sehr, sehr aktiv sind in dieser Angelegenheit. Die Präsidenten von Grünen, SP, Mitte und GLP haben bereits einen Beitritt zur G7-Oligarchen-Taskforce gefordert. Burkhardts Positionierung könnte darum entscheidend sein für eine Mehrheit im Parlament. Hier dürfte das Freude auslösen. Der US-Botschafter in der Schweiz baut seit Monaten Druck auf. Er will die Schweiz, den größten Finanzplatz für grenzüberschreitende Vermögensverwaltung, dabei haben. Davor warnt die SVP. Die Schweiz solle nach wie vor nur eigenständig Vermögen von sanktionierten Russen suchen, sagt Nationalrat Franz Grütter. Ein Beitritt zur Taskforce wäre mit Risiken verbunden. Es geht natürlich bei dieser Taskforce auch darum, an Wirtschaftsinformationen heranzukommen, also beispielsweise an Kundendaten von Rohstoffunternehmungen. Und hier gibt es handfeste wirtschaftliche Interessen, insbesondere auch der USA, die selber auch in diesem Business tätig sind. Diese Befürchtung hält sie für übertrieben. Die grüne Nationalrätin Franziska Rieser fordert den Beitritt zur Oligarchen-Taskforce mit einem Vorstoß. Schon jetzt arbeitet die Schweiz mit den USA zusammen. Auch da findet ein Austausch von Daten statt, in dem Umfang, der eben notwendig ist. An dem würde sich auch nach einem Beitritt zur Taskforce nichts ändern. Es wäre in diesem Sinne mehr auch ein politisches Zeichen, in dem sich die Schweiz dazu bekennt, dass wir diese Wirtschaftssanktionen wirklich umsetzen wollen und uns auch wirklich Mühe geben, das jetzt voranzutreiben. Soll die Schweiz sich der internationalen Oligarchen-Taskforce anschließen? Nächste Woche entscheidet der Nationalrat. Die Wahrscheinlichkeit für ein Ja ist heute gestiegen. Besten Dank Ihnen fürs Interesse und einen schönen Abend.